Hallo Gesche, hier ist Christina. Ich sitze im Konferenzraum und warte auf dich für die Lifehacks. So, mal gucken, wann sie es abhört. Ah, da kommt sie schon. Ich brauche dich. Ja, ich bin schon da. Hallo und herzlich willkommen zu den Lifehacks. Genau, und heute dreht sich alles um das Thema Sprachnachrichten. WhatsApp-Sprachnachrichten. Genau, da gibt es nämlich eine ganze Menge, was man, glaube ich, so in der Praxis noch gar nicht weiß. Genau. Was ist denn zum Beispiel, wenn... Darf ich dir einen ganz kurzen Tipp vorweggeben? Ja. Bei deiner Sprachnachricht eben. Du hast gesagt, hallo, hier ist Christina. Stimmt, wie überflüssig. Total überflüssig. Und der Absender steht ja schon drauf, wenn man die Nachricht kriegt. Also den Satz kann man sich schon mal sparen. Ich bin ja sowieso ein Freund von kurzen Sprachnachrichten. Das stimmt. Und was dann auch wichtig ist, kleiner Lifehack am Rande, einfach kurz vorher überlegen, was man eigentlich sagen möchte, das kurz formulieren und sich auch nicht dreimal wiederholen. Jetzt können wir das ja einmal im Live-Test machen. Eben habe ich 5 Sekunden gesprochen und wenn ich jetzt spreche, bin im Konferenzraum, kommst du? 1 Sekunde, 4 Sekunden Lebenszeit gespart. Sehr schön. Das mal nichts ist. Aber was ist denn eigentlich, ich habe das ganz oft zum Beispiel, dass ich auf mein Sprachnachrichtensymbol drücke. Für alle, die das noch nicht wissen, das ist unten rechts das kleine Mikrofon. Das muss man gedrückt halten, dann spricht man rein. Und wenn man es loslässt, dann wird die Sprachnachricht automatisch verschickt. Ganz oft ist es aber so, dass ich drauf drücke und dass es dann aus Versehen einfach schon losgeht. Oder du dann abrutscht, ne? Dass ich dann abrutsche, genau. Genau, da gibt es zum Beispiel einen ganz guten Trick, indem man auf das Mikrofon drückt und dann hochwischt, da ist so ein kleines Schloss. Und wenn man das anklickt, dann wird die Taste für einen gedrückt gehalten. Und wenn man das jetzt verschicken möchte, drückt man entweder auf den blauen Pfeil unten rechts. Wenn man das doch nicht verschicken möchte, geht man in der Mitte auf Abbrechen. Okay, jetzt wollen wir mal verschicken. Ich drücke mal. Tatsächlich, da ist sie. Das ist für alle, die immer abrutschen, eine super Funktion. Was ist denn, wenn ich nicht abrutsche und mich aber total verhaspelt habe? Ja, dann würdest du es ja löschen wollen, ne? Genau, während des Sprechens. Während des Sprechens, da musst du einfach nach links wischen. Dann kommt es auch in den Mülleimer. Ah, okay. Kann ich denn eine Sprachnachricht auch noch mal einmal anhören, bevor ich sie verschicke? Wenn man sie selber aufnimmt, das geht auch. Ich zeige das mal, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Man geht auf das Mikrofon, fängt an aufzunehmen, geht auf das Schloss, damit das gesichert ist, hat seine ganze Geschichte erzählt, laber, und wenn man jetzt denkt, oh Gott, habe ich jetzt eigentlich das gesagt, dann kann man hier oben einfach auf den Chatnamen gehen, dann ist man wieder in seinem Chat, dort geht man dann auf Zurück und dann sieht man hier den Chatverlauf und da unten ist die Nachricht, die man gerade aufgenommen hat. Und die kann man dann mit dem blauen Pfeil einfach sich nochmal anhören. Und dann denkt man, ja, alles drin. Entweder geht man auf den blauen Pfeil zum Abschicken oder man sagt, ach nee, das war jetzt doof. Ich gehe jetzt auf den roten Mülleimer links und lösche die wieder. Das ist ja total praktisch. Sehr praktisch. Für alle, die so ein bisschen länger reden und nicht wissen, ob sie alles gesagt haben, was sie sagen wollten. Wir schicken jetzt mal ab. Tschüss. Abgeschickt. Ja, das waren unsere Lifehacks für heute zum Thema WhatsApp-Sprachnachrichten. Wir hoffen, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Genau, also ganz, ganz wichtig nochmal abschließend, haltet euch kurz, seid präzise, überlegt vorher und wenn dann noch irgendwas schiefgegangen ist, dann wisst ihr jetzt auch, wie ihr das löschen könnt. Nächste Woche melden wir uns auch wieder mit ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall noch nicht wusste. Zum Beispiel, was die Sternchentaste alles kann. Genau, da geht es mal ein bisschen um Nachrichtenfunktionen, wenn man Textnachrichten schickt. Genau, da gibt es nämlich ganz viele mehr Möglichkeiten als die einfachen, die man so kennt, ne? Genau. Also, schaltet wieder rein nächste Woche und bis dahin lasst uns doch vielleicht gerne ein Like da oder einen Kommentar. Oder auch eine kurze Sprachnachricht. Oder auch eine Sprachnachricht, genau. Tschüss. Tschüss.